Aloha, ich grüße euch. Ich nehme euch mit durch den Action und zeige euch die Wochenangebote ab dem 2. Oktober, gefilmt im deutschen Action. Und es gibt eine Sensation, die zeige ich euch auch. Da haben viele drauf gewartet, aber nur als Bild. Ja, und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß. Hinterlasst mir einen netten Kommentar. Achso, zwischendurch labere ich auch noch ein bisschen viel. Muss auch schon mal sein. Geht nicht anders. Ihr wisst ja, das bin ich. So, und jetzt geht's schon los mit der Aktion der Woche. Und da haben wir hier für 3,99 Wäschekörbe in Schwarz, in Weiß und in Grau. Mit so hübschen Aussparungen, hübschen Muster. Ja, kann man nicht motzen. Dann gibt es einen Puppenkinderwagen für 13,95. Ja, auch ganz nett. Dann so ein Couchtisch für 19,95. Ja, da wühle ich jetzt, ob es noch andere Farben gab. Das ist ein schwarzes Eisengestell und oben so braun. Ich habe jetzt nichts anderes gesehen. Ich wollte auch nicht komplett durchgucken. Bei meinem Glück wäre mir der ganze Stapel wieder runtergefallen. Also da war alles nur mit brauner Tischplatte. Also Coffee Table, da sind die Maße. Ja, dann gibt es diese hübschen Körbe für 5,95 €. Ich finde die ja wirklich toll. Könnte man auch die Katze reinlegen, ne? Weiß der Korb ja nicht. Ja, cool. Schön, sehr, sehr schön, 5,95 €. Da sind die Maße, einmal auf Stopp klicken, groß machen, dann könnt ihr die Maße sehen. Dann für 3,99 € Kerzen, verschiedene Ausführungen mit Holzdeckel und Holz. Doch, das knistert so schön, farblich jetzt in Braun, in Creme und in so einem Salbeigrün. Dann natürlich verschiedene Duftrichtungen und hier auch nochmal 3,99 € Kerze im Glas, 3-Dochtkerze, auch so ein Holzdeckel. Auch verschiedene Duftrichtungen, da zeige ich es euch mal, in Weiß, in Braun und auch in so einem schönen Salbeigrün. Da gucke ich noch, ob es andere Farben gibt, gab es nicht. Für 14,95 € ein Tresor, dann für 6,49 € dieses Holzbrennteil, da kann ich mir die Frühstücksbrettchen, kann ich mir was reinbrennen oder. Dann gibt es diese Stempel mit 12 Stempelkissen für 1,99 € im Angebot. Ja, die habe ich nicht gekauft, weil Stempelkissen, also reicht jetzt gerade. Die sollen lieber mal Stanzen rausbringen oder Prägefolder oder andere Clearstamps oder so. Aber wer noch nicht gut bevorratet ist, denke ich, der kann da zuschlagen. Dann für 2,99 € eine Stiftemappe. Da ist, glaube ich, ein Block drin und ganz viele Stifte und Radierer und Bleistifte, also Bleistifte und ein Block. Heuwägelchen. Da zeige ich euch auch nochmal den Inhalt. Genau, Skizzenblock, verschiedene Bleistifte, Radierer und Anspitzer. Und daneben der Aquarellblock ist im Angebot 1,69 €. Die Mutter hat natürlich zugeschlagen. Nehme ich ja für alles. Mega. 10 Stück habe ich gekauft. Und ihr seht, da waren die 10 Stück schon weg. Ne? Also das war rappel voll. Dann haben wir Nussknacker für 2,99 €. Verschiedene Ausführungen. Ja. Dann haben wir diesen Lichtball für 5,72 €. Auch verschiedene Ausführungen. Hier waren jetzt nur noch mit den bunten Lichtern. Das gibt es aber auch noch nur mit klarem Licht. Aber war nicht mehr da. Dann für 14,95 € eine Bubbeldecke. Eine Bubbeldecke. Seht ihr jetzt? Guckt mal, die hat so Bubbles. Ja, witzig. Fühlt sich ja ganz weich an. Also in Beige. Ich weiß nicht, ob es noch in anderen Farben gab. Hier war nur noch eine da. Dann für 7,95 € eine Schreibtischleuchte zum Klemmen. Die kann man auch mal warmweiß einstellen oder kaltweiß. Fand ich ganz nett. Habe ich auch kurz überlegt, aber ja, erstmal nicht. 7,95 € kann man nicht motzen. Ja, für 7,95 € so ein kleiner Würfel mit Steckdosen. Also quasi Verlängerungskabel mit Steckdosen. Und auch hier Slots für verschiedene Anschlüsse, ums Handy zu laden oder andere Sachen zu laden. Finde ich ganz witzig, aber 7,95 € ist dafür auch ein stolzer Preis. Dann für 79 €, so ein Teil, wo man die Rauchmelder mit dran machen kann. Moment, ich muss niesen. Oh, Entschuldigung. Dann Rauchmelder für 3,89 €. Für 7,70 € auch nochmal ein Rauchmelder, der war aber nicht mehr da. Und dann so ein Kohlenmonoxidmelder für 11,99 €.
Dann haben wir so ein Wandladegerät für 3,89. Dann Batterien, der Lucy ist gerade gekommen, hört er wahrscheinlich, für 5,59 €. Doppel-A und Triple-A. Von den Triple-A waren 10 Stück drin und von den Doppel-A 12 Stück. Ja. Von Duracell. Dann gab es In-Ear-Kopfhörer von Philips. Ich habe gerade nicht auf den Preis geguckt. 16,95 €. Und auch für 16,95 € Off-Ear-Kopfhörer mit Noise-Canceling. Dann für 8,95 € ein Mikrofon mit LED-Beleuchtung. Dann so ein, das war der Hund, nicht ich, ne? 2,22 €, so ein Duster-Cleaner, ne? Der so alles wegpustet. Dann nachtleuchtende Bettwäsche für Kinder, 11,95 €. Da gab es Dinos und ich weiß nicht, wie dieses Mädel heißt, keine Ahnung. Ja, dann gibt es Spannbettlaken. Ich habe jetzt gerade darauf geachtet, welche Firma. Das geht ab 4,95 € los. 4,95 € für ein Einzelbett, 6,95 €. Und dann geht es weiter, 7,95 €. Das war, glaube ich, 1,80 m × 2 m. Und dann Übergröße für 8,95 €. In so einem netten Säckchen. In Weiß, in Grau, in Grün. Gibt es bestimmt auch noch in anderen Farben. Fühlt es sich auf jeden Fall mal wertig an. Dann haben wir hier Waschmittel für 10,95 € oder knapp 11 €. Dann Essig für 68 Cent. Dann Maschinenreiniger war das, glaube ich. Ich habe die Brille nicht auf für 1,98 €. Ist auch eigentlich uninteressant. Wäscheparfüm für 3,98 €. Und dann für 1,98 € auch nochmal. Fleckenspray gegen Schweiß war das, glaube. Und hier auch nochmal Maschinenreiniger für 3,48 € von Ariel. Und ja, WC-Steine für 1,28 € von Pref. Verschiedene Sorten. So, jetzt ist der Hund wieder weg. Jetzt haben wir auch keine Nebengeräusche mehr, sorry. Ja, für 1,19 € zeige ich euch gleich, habe ich 4 mitgenommen. Da habe ich schon einige von. Ich finde die mega zur Aufbewahrung. Mache ich auch irgendwann ein Video drüber. Dann haben wir von Tefal Pfannen, das ist die 24 cm 14,95 €, die 28 cm 17,95 €. Fühlten sich sehr wertig an. Hätte ich gekauft, wenn ich eine gebraucht hätte. Cool, aber ich brauchte keine. Ja, dann haben wir die kleinen Aufbewahrungen im Angebot. Hier einmal grober Überblick. Das geht los bei 47 Cent für dieses ganz, ganz kleine, ne, süß. Jetzt ist der Hund wieder da. Ne, das sind die Maße. Einmal Stopp machen, groß machen. Da könnt ihr die Maße sehen, für wen das wichtig ist. Das ist alles von Kurva. Dann haben wir hier die nächste Größe und ich glaube, die waren 79 Cent. Da war jetzt kein Preis dran. Ich habe aber später am Regal geguckt. 1,98 € sind hier die größeren. Hier auch nochmal die Größe. Und dann oben die ganz großen für 2,97 €. Alles in Weiß, Grau oder Schwarz. Und daneben noch so Zwischengrößen, 97 Cent, ne, also alle möglichen Größen. Ja, finde ich cool. Ich finde die auch ganz hübsch. Ja, dann gab es hier, das ist ein Allzweckreiniger. Das Schild ist aber falsch. Da stand auch was anderes drauf. Ich weiß nicht, was er gekostet hat. Und daneben noch mal zum Sprühen. Das war auch ein Essigschild. Ich weiß es nicht. Hausschuhe für 2,99 € in Grau, in Rosa, in Braun und in Schwarz. Dann gab es hier so Socken mit Bremshügeln drunter für 1,89 € verschiedene Ausführungen. Also grau, beige, braun und dann für 2,49 € ein Zweierpack, auch so Kuschelsocken. Ja, da bin ich etwas irritiert, was gehört jetzt wozu, aber so habe ich mir das jetzt gedacht. Wird wohl stimmen, sonst müsst ihr mal gucken. Ne, da verschiedene Ausführungen, rosa, grau oder so grau, braun meliert und Creme. Dann Strumpfhosen für 1,78 €, 40 den. Ja, und dann kommen wir hier mit zu diesen Gesichtsteilen. Booster für 2,49 €, Eliza Jones Serien für 1,49 €.
49, 2,49, 1,49. Das war Foundation für 1,49. Kaffee-Peeling 1,69. Dann für 1,69 im Sack diese wiederverwendbaren Abschminkpads. Kann man sich auch nur mit waschen oder auch zweckentfremden. Dann Peeling für 1,69. Drei verschiedene Sorten, lila, grün und pink. Für 3,49 Badekugeln, 5 Stück, hübsche Farben. Dann gab es einen Lockenstab für 7,95 €. Und daneben im Angebot für 99 Cent und auch wunderschöne Farben, diese Hitzeschutzmatte, gab es in rosa und in grau, habe ich mir schon zugelegt. Ja, für verschiedene Sachen, ne? Wenn der Heißluftföhn oder so, kann man ja auch Bastelsachen drauflegen. Finde ich richtig klasse, mega. Dann haben wir hier diese elektrische Rundbürste, 9,95 €. Dann dieses Kreppeisen, 9,95 €, so mit drei Wellen. Und ein Föhn auch für 9,95 €, alles von L. Dann gibt es diese Kapuzenjacke für 7,95 € in Creme, wie so Teddyfell ist er, und in Schwarz, ja, so Teddyfell. Dann, ich glaube, da waren 7 Paar drin für 3,99 € Kindersöckchen. Paw Patrol, Prinzessinnen, also alles Mögliche. Mickey Maus, Minnie Maus. Ja. Dann gibt es für 2,98 € T-Shirts von Parker. Einmal mit Rundhalsausschnitt. In Weiß und in Schwarz habe ich die gesehen. Und einmal hier oben mit V-Ausschnitt. Ne, schön als Unterhemd oder so. Ja, 2,98 €. Kann man nicht schmotzen. Ja, dann Adidas Deo, verschiedene Ausführungen, 1,79 €. Dann Adidas Duschgel für den Herrn, 1,69 €. Dann haben wir von Christina Aguilera für 5,99 € zwei verschiedene Körpersprays für 59 Cent. Masken, Weihnachtsmasken, da gab es die hier. Die zeige ich gleich nochmal richtig, ohne dass es blendet, hoffe ich. Einmal mit dem Faultier, wie niedlich. Dann hier mit dem Tier drauf und der Nikolaus, Weihnachtsmann, bin ich auch für gerügt worden. Für 3,89 € ein Geschenkeset mit Gedöns drin. Ich muss lachen, Entschuldigung. Kleine Badekügelchen, total süß, 99 Cent in drei verschiedenen Sorten. Für 4,95 € eine Schminkpalette, da ist alles Mögliche drin. Ich mache das auch jetzt auf, ganz vorsichtig. Ne, mit Spiegel, Lidschatten, Lipgloss. So, jetzt mache ich das hier auf. Na, der Hund ist wieder da, ihr hört's. Ne? Da, Rouge, alles dabei. Zum Highlighten, Sachen. So, ja, einhändig ist das gar nicht so einfach. Dann Duschgel für 1,89 €, Kokos- oder Arganöl. Dann so ein Geschenkset mit Nikolausstiefel, auch so Kosmetiksachen für 4,89 €. Ja, dann haben wir die Aufbewahrung, da wurde ich ja mal nachgefragt. Die Maße, die blende ich euch da jetzt ein. Einmal auf Stopp machen, groß machen, das sind die Maße, 2,49 €. Ich mag die total gerne und die gibt es auch noch. Immer mal wieder mit anderen Mustern. Ja. Dann kommen wir jetzt zu der Wolle. Auch, ja, nicht großartig was los. Ein paar Sachen zeige ich euch jetzt noch was näher. Und zwar haben wir hier unten diese Chenille-Wolle in Schwarz, in so einem Roseton und hinten in Grau, lag auch noch da. Dann hier diese schöne Regenbogenwolle, auch die sieht doch schön aus. Da gab es auch verschiedene Ausführungen, einmal mit Beige und einmal mit Rottönen. Und dann hier diese falsche Fellwolle, ne, auch. Und da hinten habe ich auch wieder was Buntes gesehen. Aber die habe ich mir letztes oder vorletztes Jahr mitgenommen. Da ist die so ergiebig. Die brauche ich ja nur zum Basteln. Deswegen bleibt die da. Ja, dann haben wir Makramee für 85 Cent. Dieses Seil, ja, auch hübsch. Ja, dann gibt es für 75 Cent diese Perlen neu. Und zwar sind das Buchstabenperlen, verschiedene Ausführungen. Die fand ich ganz hübsch, weiß mit Gold. Aber da muss ich erstmal meinen Bestand angucken. Deswegen habe ich nichts mitgenommen. Die Farbmischung finde ich auch ganz schön. So schöne gediegene Farben.
Dann hier in durchsichtig. Dann hier weiß mit bunten Buchstaben. Und hier nochmal auch in bunt, aber dunklere Farben. Ja, 75 Cent. Ach, da wühle ich noch was. Ich weiß nicht, ob ich noch was finde. Ich glaube, es gab 6 verschiedene, meine ich. Ja, dann haben wir hier die Scrabble-Buchstaben für 99 Cent. Die sind richtig riesig. Also ich würde mal sagen, bestimmt 3 cm, wenn das reicht. Oder 4. Also sind richtig, richtig groß. Früher waren die ja etwas kleiner. Ja, dann Diamond Painting. Ich glaube, das war 3,99 Euro und das 3,39. Wo der Unterschied liegt, weiß ich nicht, weil ich mich mit Diamond Painting null auskenne. Aber 0,000. Ich weiß nur, die Steine glitzern und die sind manchmal schön. So, ja, dann nochmal einmal Weihnachtssachen. Ganz viele Weihnachtsblöcke, Lux Paper Blöcke, 30x15, die Paper Pads. Ne, also alles noch vorhanden. Das ist der Action in Geilenkirchen. Und hier auch Diamond Paintings mit Weihnachtsmotiven. Fand ich auch ganz nett. Ja, dann die Körbe. Den Nikolauskorb habe ich ja gekauft. Der sieht so schön aus. Der sieht wirklich klasse aus. Deswegen musste ich den nochmal zeigen. Sehr, sehr cool. Ja, die sind neu. Einmal so kleine Schleifchen. Und da so ein Herzchen. Da sind so kleine Metallperlen drauf. Das sind Plastik wahrscheinlich, aber Metalloptik. Gibt es in Creme, in Dunkelrot und in Grün. Preis habe ich jetzt nicht gesehen. Da stand keiner drauf. Also daneben war zwar ein Preisschild 82 Cent. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke, das ist wahrscheinlich günstiger. Also haben die wahrscheinlich gerade erst eingeräumt. Preisschild kommt. Liefere ich nach, wenn ich dran denke, nächste Woche. Ja, da bin ich noch am Suchen, aber ich glaube, die 82 Cent sind für das andere. Und der Schlitten wieder, der ist so schön. Mal gucken, ob ich diesen Jahr, dieses Jahr mitnehme. Ich weiß noch nicht. Ja, in der Partyabteilung gibt es hier diese, ja, wie soll ich das sagen, für, Zahlen. Da kann man selbst Luftballons reinmachen. Dann sieht das so aus. Ne? Gibt es alle Zahlen von 0 bis 9. Und da kann man dann dekorieren für den Geburtstag. 1,99. Dann gab es diese Luftballons, ich habe keinen Preis gefunden, fand ich auch ganz nett. Schöne Luftballonmischung, sehr, sehr schön. Und hier auch nochmal eine andere Farbe. Daneben dann für 99 Cent diese Folienballons, die so aussehen wie ein Schild. Auch ganz nett. Ja. Very happy Birthday. Ja, hier einmal nochmal die großen Kugeln, was es da alles so gibt. 17,95, kommen bestimmt auch mal noch ins Angebot, kann ich mir vorstellen. Ich weiß noch nicht. Ich fahre erstmal zum Van Kranebruck und dann entscheide ich mich, ob ich das hier kaufe oder andere. Ja, dann kommen wir zum Geschenkpapier. Ich glaube 99 Cent, ich weiß nicht genau, aber hier einmal eine ganze Armee mit Geschenkpapier ohne Ende. Und da kommt jetzt gleich wieder das total hübsche weiß-rot gestreifte, wie auch dieses blaue da mit den Sachen. Ja, und da bin ich schon. Hier bin ich mit dem kleinen Haul. Bevor ich aber weitermache, blende ich euch jetzt erstmal was ein. Ist das nicht der Oberhammer? Mega, mega, mega. Ich habe es noch nicht in Händen. Ich habe auch eine. Ich weiß nicht, ob die größer ist. Ich habe jetzt nicht nachgemessen. Aber eine Glasmatte gibt es. Ne, zum Basteln. Mega. Für 4,99 in Frankreich 4,79. Ich finde es total klasse. Ich habe sie, wie gesagt, noch nicht bekommen. Das ist von der Homepage und es ist auf der deutschen Homepage, es ist auf der niederländischen und auf der französischen Seite. Andere Länder habe ich jetzt nicht kontrolliert. Wenn ich sowas poste, mache ich das nicht, um euch die Nase lang zu ziehen, sondern nur, um zu informieren. Und ich bitte davon abzusehen, mich zu fragen,
ab wann es das gibt. Woher soll ich das wissen? Also, so weit gehen meine Connections nicht, dass ich das wüsste. Es kommt in die Läden, bei dem einen früher, bei dem anderen später. Da habe ich keinen Einfluss drauf. Ich habe es auch noch nicht bekommen. Vielleicht fahre ich heute Abend noch mal, aber das kommt aufs Wetter an, ob ich überhaupt rausfahre. Aber ich brauche auch nicht unbedingt eins. Aber generell ist es ja so, wenn ich im Action bin, dann ist es eine Momentaufnahme, was gerade da ist. Wie oft habe ich es? Ich fahre mittags in den Action, fahre nach Hause, halbe Stunde später kriege ich eine Nachricht, wir haben die neuen Blöcke eingebaut. Vorher war aber nichts. Na, klar, ich habe es jetzt nicht, okay, ich fahre auch dahin nach zum deutschen Action 20 Minuten, in den niederländischen fahre ich 10 Minuten. Da bin ich halt schneller, aber ob die es eingebaut haben, weiß ich halt nicht. Und ich sage euch, diese Recherche, ne, es wird ja immer so rumgemotzt. Der Heul fängt gleich an. Ne? Ich laber jetzt kurz mal was. Muss ich mal loswerden. Holz ist ja nichts. Also erstmal, es interessiert viele. Ich möchte auch hier keinen zum Kaufen verleiten. Ich will einfach nur informieren. Ich gucke selber Holz und ihr seht ja, was ich da rausschleppe. Wie oft bin ich mittwochs mit nichts? Ne? Das muss ja jeder selber wissen. Nach Portemonnaie oder was er halten möchte. Und es ist immer nur eine kurze Momentaufnahme und Holz werden nun mal gern gesehen. Und ich mag meine Holz. Also ich gucke gerne Holz und ich drehe auch gerne den Hall. Und ich glaube, es kommt auch gut an. Gehe ich mal von aus, also sieht mal so aus. Trotzdem ist da viel Arbeit drin. Klar, ist ein Hall schneller gedreht wie eine Bastelanleitung. Da fehlt mir auch manchmal die Zeit für. Es kommt aber auch noch was, aber ich lasse mich nicht unter Druck setzen. Und es ist auch bei den Hauls oder wenn ich die Fotos poste, da ist eine Menge Zeit drin. Ich recherchiere und da bitte ich doch ein bisschen sensibler mit umzugehen. Und ja, ne, und ich kann auch nichts dafür, wie die Actions bestückt sind. Und eins noch, geht gleich los, ihr Lieben, geht gleich los. Die Angebote zu Holland und den Niederlanden sind zu 99,9% gleich. Ich wohne ganz nah, also ich bin Grenzgänger. Wenn ich zu Hause bin, ist der niederländische Action näher dran wie der deutsche. Und ich verfolge das. Ich kaufe im Action, keine Ahnung, 14 Jahre lang, 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 lang. Und ich verfolge das wirklich ja, schon ein Jahrzehnt mindestens. Und der Action hat manchmal in den Niederlanden, hat manchmal ein anderes Angebot. Das ist zum Beispiel Nikolaus. Die haben ja den Sinterklaas und den Zwarten Piet. Da haben die andere Sachen. Und wenn Königinnentag ist, haben die auch andere Sachen. Aber, und die haben aber auch schon mal andere Karten, wo dann niederländischer Text draufsteht. Ansonsten sind wirklich die Angebote gleich, außer es ist halt was von Sinterklaas im Angebot. Ne? Also das, denke ich, kann ich einfach so behaupten, weil aus Erfahrung und jahrelange Erfahrung. Und deswegen, und wenn draufsteht, es ist aus einem niederländischen Action, also ich habe da jetzt noch nichts entdeckt, dass es mal großartig andere Sachen gab. Ja, mal von diesem Maler gab es mal was, aber das ist wirklich, sind Ausnahmefälle. Und wenn Niederlande draufsteht und es interessiert euch nicht, dann guckt es doch einfach nicht an. So, ich habe trotzdem die Arbeit, ich habe trotzdem Spaß daran und jetzt geht es endlich zum Haul. Und ich finde es eine, ja, Sensation mit diesem, mit dieser Schneidmatte. Also ich denke, dass ich mir eine holen werde, wenn sie bei mir verfügbar ist. Ich wünsche euch allen viel Glück beim Jagen. Und wenn so Posts einfach nicht mehr gewollt sind, dann schreibt es in die Kommentare. Ansonsten will ich einfach damit informieren. Ne? Und es ist neu, es ist noch gerade noch nicht verfügbar. Das ist gerade auf der Homepage und dann drunter zu schreiben, bei mir nicht verfügbar. Kann es ja auch noch nicht, weil kaum ein Action hat es bis jetzt. Also ich habe auch noch kein Haul darüber gesehen und es wird jetzt nach und nach beliefert. Aber wie oder wann? So, jetzt genug, jetzt Haul. So, musste ich aber mal loswerden, weil das ist manchmal so, wo ich denke so, ach nee, Mensch, ne? Oh, verderbt mir doch nicht meine Laune bei dem schönen Haul. So, aber jetzt kommen wir zum Haul. Aquarellblöcke sind im Angebot 1,69 anstatt 1,99. Die waren ja in den Niederlanden immer mal 10 Cent billiger. Die sind ja generell angehoben worden im Preis. Aber Niederlande kosten sie jetzt auch 1,99.
Aber das ist Deutschland, ne? Also der Hall ist aus Deutschland. Auch wo ich heute gefilmt habe, ist Deutschland. Das ist meistens so. Sonst schreibe ich es ja dabei oder ich sag's, ne? Also Deutschland. 1,99 der Aquarellblock im Angebot für 1,69. Ich habe 10 Stück mitgenommen. Da könnt ihr wieder schimpfen, wie ihr wollt. Ich verbrauche die einfach wie geschnitten Brot und ich konnte 4 Euro dadurch sparen. Und warum sollte ich das nicht tun? Regal war voll und auch vorne das Angebotsding war voll. Da lagen, also ich habe 10 Stück rausgenommen. Ach, da lagen bestimmt noch 60, 70 Stück drin. Ich freue mich, einen Vorrat zu haben. Dann kann ich wieder damit richtig Gas geben. Das ist ja immer, ne? Ich habe zwar ab und an schon mal so jetzt einen mitgenommen, aber wenn ich richtig wieder Vorrat habe, dann traue ich mich eher auch mal Sachen auszuprobieren, weil, ach, stell dir mal vor, der geht wieder raus aus dem Sortiment, wäre ja nicht zu glauben, ne? Damit matsche ich mit Papier rum, ne? Mache Hintergründe, da gibt es einige Videos. Entschuldigung. Ich werde euch mal eins verlinken im Anschluss, ne? Nächstes Video. Und ja, ich stanze damit alle Sachen aus und ich finde das dafür richtig cool und für den Preis mega. So, das war das, 10 Stück. Dann fand ich das hier so nett, 2,49, einfach ein Effes Holztablett. 38 mal 18 mal 1,5, ja, um euch auch Sachen zu zeigen, ne? So hier, ne? Zu präsentieren. Vielleicht nehme ich es aber auch zur Deko, vielleicht streiche ich es auch an, ich weiß es nicht. Allround-Ding kann man immer gebrauchen, durfte mit 2,49. So, dann lala, meine schönen Aufbewahrungsboxen. Die kosten normal 1,38, jetzt glaube ich 1,19 €. Ich meine 1,19 € im Angebot. Ich brauchte eh welche, weil ich laber gleich noch weiter. Und zwar Ankündigung. Das hier mache ich natürlich immer weg. Das wird jetzt nicht gehen, weil es draußen kalt ist, oder geht's? Manchmal reißt das auch ab. Da habe ich meine Stanzen drin. Nicht alle, aber die, die reinpassen, ne, habe ich da drin. Komme ich da jetzt dran? Nee, komme ich nicht. Zeige ich euch aber noch. Habt ihr auch schon gesehen, ne? Da habe ich das drin. Finde ich total klasse. Und jetzt, wo ich ein paar Cent sparen kann, klar, durften 4 nochmal mit, weil. Da komme ich jetzt gleich zu. Das war mein Haul. Also wer weiter nicht gucken will, der kann jetzt abschalten. Aber schön wäre natürlich Tannenbaum, Tannenbaum, Tannenbaum. Ja, 4 Stück durften mit. Das, wie gesagt, war mein Haul. Und zwar, jetzt gleich ist meine Mittagspause vorbei. Muss ich noch einen halben Tag arbeiten. Und dann habe ich Urlaub bis nächste Woche Freitag. Also ich muss dann erst wieder am. Was ist denn das? Ich weiß es nicht. Egal. Auf jeden Fall 1,5 Wochen Urlaub. Und das Gute ist, Sonntag fährt mein Mann zur Reha. 3 Wochen. Der kommt aber wochenends immer nach Hause. Aber ab Sonntagnachmittag bis Freitagabend habe ich sturmfrei. Bin ich Strohwitwe. Und was macht die Mutter da? Was hatte ich letztes Jahr zwischen Weihnachten und Neujahr vor? Räumen. Ne? Da hatte ich ja gesagt, da hatte ich ja alles geregelt. Und was kriege ich? Corona. Super, hat nicht funktioniert. Und ich habe hier echt Land unter und habe mir dann gedacht, boah, London klappt nicht, ich habe die 5 Tage Urlaub noch über. Dann nehme ich jetzt mal einfach eine Woche Urlaub und räume hier. Ne? Tochter weg, Mann weg, mein Sohn ist da, den habe ich schon eingenordet. Hab gesagt, es gibt hier nur schnelle Küche und ich werde von morgens bis abends räumen. Das heißt, ich werde Freitag oder Samstag einkaufen, mir Lebensmittel kaufen, was ich essen will, und dann erst das Haus wieder verlassen am Mittwoch, um euch den Action-Haul zu drehen und vielleicht noch was einzukaufen. Und dann geht es weiter bis Freitag. Und ich hoffe, dass ich viel gewuppt kriege. Ich hoffe, dass ich euch bei vielen Sachen mitnehmen werde. Das weiß ich noch nicht, weil ich will ja vorankommen. Es geht ja nicht darum, ein Video zu drehen, sondern es geht darum, dass ich wieder Sachen wiederfinde und halt auch aussortieren. Nicht in erster Linie, aber ich muss sagen, ich habe im Hintergrund immer ein bisschen schon aussortiert. 4 Kisten sind im Moment voll. Da werde ich auch noch einen Flohmarkt machen. Ich werde das verkaufen. Und ja, schauen wir mal. Wo, weiß ich noch nicht. Ich denke mal in meiner Facebook-Gruppe, vielleicht aber auch in einer komplett anderen Gruppe, dass ich mal gucken. Ich weiß es nicht. Und ich werde nicht Einzelteile verkaufen. Ich werde wahrscheinlich Sets verkaufen. Also wirklich, weil ich bin ja echt ein Honk, ne?
Ich hab's nicht mit dem Verschicken und da was. Das muss fix und fertig sein, wo nur noch die Adresse drauf muss. Ansonsten bin ich da echt ein Honk. Und ja, es ist, wie es ist. Also, ihr könnt euch wahrscheinlich auf Deklatter-Videos freuen. Ich gucke das jetzt am Wochenende, wo ich noch nicht räumen kann, noch ein bisschen was drehe. Es erwartet euch noch der Stiftetest. Wirklich ganz, ganz coole Stifte von 4Candies. Druckbleistift und Fineliner. Die sind richtig klasse. Dann erwarte ich noch ein Päckchen oder Post von Kartenkunst. Die haben ein mega geiles Tool und das ist günstig und das ist toll. Ich hoffe, dass das kommt, dass ich das auch drehen kann. Ja, und ansonsten bin ich noch beim Werkel mit Karten. Das Ziehalbum kommt noch, aber wann, weiß ich nicht. Setzt mich da bitte nicht unter Druck. So, jetzt habe ich genug gelabert. Wird doch mal Zeit für ein Live. Mal gucken, wann ich das mache. Vielleicht mache ich das auch Sonntagabend, wenn mein Mann wieder früh abreist. Das weiß ich aber auch noch nicht. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mich unterstützt, indem ihr einen Kommentar hinterlasst, ein Däumchen nach oben am liebsten und ja, meinen Kanal abonniert, die Glocke aktiviert, dann verpasst ihr kein Video mehr. Ihr entscheidet natürlich selbst, was ihr gucken möchtet, was euch interessiert, was euch nicht interessiert. Ja, ich grüße ja alle neuen Abonnenten. Und natürlich auch alle Alten. Und vielen, vielen lieben Dank für eure vielen Kommentare und für eure vielen Däumchen. Ja, die meisten gingen nach oben, ein paar gingen nach unten. Aber ja, was soll's. Wer es braucht, dann ist das so. Ne? Ich weiß zwar nicht, wieso man immer dann einschaltet, um den Daumen nach unten zu geben. Aber das zählt trotzdem, ihr Lieben. Naja, egal. Ja. Jetzt habe ich einen Faden verloren. So was wollte ich eigentlich auch gar nicht sagen. Mensch, Mutter, was erzählst du denn hier wieder für einen Quatsch? Naja, egal. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ein bisschen viel Laberababer, aber ein paar Sachen musste ich mal loswerden, weil wenn ich da morgens meine Augen aufschlage und der erste Blick geht da drauf und dann kriege ich so eine Pop-up-Nachricht und dann sehe ich halt so ein paar Sachen. Und ich denke, ach nee, Leute, denkt doch mal nach. Also, ne, so ist das. Wenn ihr nicht informiert werden wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten denke ich bin immer froh, wenn ich weiß, oh, es gibt dann bald irgendwo was. Dann weiß ich, wonach ich meine Fühler ausstrecken muss. So geht es mir. Und deswegen mache ich das auch so. Aber okay, it is, wie it is. Ja, ihr Lieben, das war's, mein Mittwochsrundgang. Und bleibt gesund, wir sehen uns. Tschö! Ja, heute mal ein ganz kurzer Abspann, etwas ungewöhnlich. Nichts für ungut, sorry fürs lange Labern, aber manchmal muss das einfach mal raus. Ich bin ja auch nur ein Mensch und denkt dran, Däumchen hoch, Abo dalassen, bleibt gesund.